Heute befinden wir uns in einer gigantischen Spielhalle mit vielen verschiedenen Minispielen, die wir jetzt gleich spielen werden. Mit jeder gewonnenen Runde erlangt man Tickets, die man hier im Shop gegen Preise eintauschen kann. Das steht doch schon da oben. Ich habe ein paar besondere Preise hinzugefügt. Und zwar haben wir hier einmal Rüstung und besondere Schwerter, die alle auch, also ihr seht hier die Namen, ne? Glacier Breaker, Meteor, Fist und so. Die haben alle besondere Fähigkeiten. Das heißt, du kannst nicht nur angreifen, also schlagen, sondern auch eben deinen Zauber einsetzen. Und damit werden wir uns am Ende battlen. Ich bin gespannt. Und damit, hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit Alinsky. Hallo. Hi. Also zuerst müssen wir uns mal ein Spiel aussuchen, was wir jetzt hier spielen. Nina, du darfst dir das erste Spiel aussuchen, bitte. Oh, ich finde die Meteoren da hinten ganz cool. Hey, wo? Meteoren? Ah, Meteor da. Winken, heißt das. Oh nein, ich bin runtergefallen. Ja, man muss hier, Alter, da ist Pizza auf dem Boden. Okay, wir müssen eine Steckdose, Alter. Ich hab Hunger. Ja, dann ist doch was. Ist die Pizza auf dem Boden? Kometcatcher, Alter. Okay, ich weiß nicht, was das ist. Wir gehen Team Rot. Game startet in 3, 2, 1. Okay, wenn das Ding... Hey, das war voll unfair. Aber irgendwie habe ich keinen Punkt bekommen oder so. Hä? Hast du schon gewonnen oder was? Warum ist jetzt schon zu Ende? Hä, ist ja voll sinnlos. Habe ich gewonnen? Ja, ich habe gewonnen. Ha! Hä? Okay, lass doch mal eine Runde machen. Ich habe das nicht ganz verstanden. Ja, du hast gewonnen. Du hast 10 Tickets. Ja, klar habe ich gewonnen. Aber zwar Trainingsrunde. Immer nur eine zweite Runde. Ja, okay. Aber Mann, ey, mein Platz ist voll komisch. Das ist so schräg. Warum? Ist doch voll easy. Wobei, du hast recht. Ich glaube, es ist echt schwierig. Oh, ich weiß. Hat nicht geklappt. Ja, ja. War poorly stand da. Das ist da habe ich erste Runde gewonnen, Leute. Das fairste Game der Welt. Hey, das klar. Ist fair. Du bist einfach nur bad, Alter. Ja, genau. So, damit haben wir uns unseren ersten Bonus verdient. Ich drück für die Waffe, Leute. Go. Okay, wir haben den Polarwind. Polarwinds. Okay, lass mal testen, was das Ding kann. Ich weiß es nämlich selbst gar nicht. Also man kann halt schlagen. Das Ding hat auch gut Damage. Und wie kann man seine Fähigkeiten jetzt benutzen? Was war das? Das war irgend so ein Wind. Polarwind vielleicht. Ja, warte, wie habe ich den eingesetzt? Ich verstehe es selbst gerade nicht. Okay, ich kann also so einen Polarwind gleich... Oh Gott, der macht langsam und schwach und sieht cool aus. Okay, ja, ich glaube, da gibt es geilere Waffen. Polarwind wäre ja nicht so krass. Ich bin dran. Jawohl. Wir nehmen das da. Das ist doch so, da muss man doch so shooten, oder? Wir nehmen jetzt hier links die Chicken Farm. Wie heißt das Spiel nochmal? Chicken Drop. Okay. Genau, kenne ich. Ist in jeder Spielhalle. Doch, ich kenne das Spiel aber. So, Dina. Ich glaube, ich musste mal gewinnen, nachdem ich hier schon 20 Tickets abgeräumt habe. Ja, genau, ey. Genau. So, go. Okay, muss einfach die Chickens abschießen, um Punkte zu verdienen. Oh, ich glaube, darin bin ich mega schlecht. Das haben wir schon mal gespielt und da war ich voll kacke. Go. Hey, ich sehe nix. Sehe auch nichts. Aha! Das sind ja nicht sehr viele, die hier droppen. Oh! Ja, wo siehst du das? Oh, du hast auch eins, oder? Jo, bist du schnell! Ja! Oh, das weiß ich nicht, da waren wir beide schnell. Okay, jetzt kommen sie schneller. Oh, du hast daneben geschossen. Ah. Ja, Elina, ich bin der... Ey! Ich bin die Sniper-Rifle, weißt du das nicht? Ja, du bist mega. Noch schneller hast du daneben geschossen. Oh, das war gut. Ja, genau, über dir hast du nicht gesehen. Nee, nochmal über dir. Hey, warum spawnen die über mir? Das ist unfair. Oh, Leute, ein Punkt. Ich fühle so krass. Oh, jetzt geht's aber komplett ab. Jetzt ist over. Jeder Schuss ein Treffer. Ah, da war es daneben. Das Ende, wenn einer den Boden berührt? Ah ja, wenn einer den Boden berührt. Oh mein Gott, Elina, ich hab dich so abgefettet. Oh mein Gott. Nice, wir dürfen erneut für eine Waffe drücken. Ich hoffe, ich kriege jetzt was Geileres raus. Ich glaube, Polarwind ist auch polarmäßig scheiße, ehrlich gesagt. So, let's go. Ich hätte gerne diese Meteor-Fist. Die ist, glaube ich, nice. Was ist das? Blastquake? Komm mal her, Elina.
Ja, bin gleich da. Ich habe nur Hunger und kann nicht gehen. Ja. Das ist cool. Okay, das heißt, hey, mein Ding ist weg. Das muss ich mir dann später wiederholen. Guck mal. Das ist so ein Flächenangriff. Oh ja, ich sehe es. Cool. Das ist nice, ne? Und das gibt das gibt auch wieder Effekte. Okay. Guti. Spiel Nummer 3, Lina. Ich hoffe, dass du jetzt endlich mal was reißt. Klar. Darf's auch so. Und da hinten ist ein Spiel. Irgendwas mit Kakteen. Dann hier links haben wir eine Schaufel und ein Schwein. Und dann ist hier nochmal ein Männchen in einem Wald oder so. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ja. Dann nehme ich... Oh, ich nehme Spleef. Spleef, ja. Okay. Team Rot. Team Grün. Ah, okay, das sieht einfach aus. Schnee muss man abbauen. Wer runterfährt, die Lava hat verloren. Jawohl. Best of Run, nur eine Runde. Okay, 3, 2. Hey, du kannst 1. Ja schon laufen, oder? Warum wir so dumm eigentlich ab? Oh, okay, da bin ich wieder. Ohohoho, ja, jetzt haben wir, lass erstmal 2 Lager hier machen. So, genau. Jetzt haben wir erstmal klar gemacht, wer jetzt zu welchem Team gehört. Ja, das ist nicht zu weit, weil ich das mal nicht mehr rüberspringen kann. Ah! Oh, Mann, ich wollte gerade zum Angriff ansetzen. Easy. Okay, du darfst drücken. Mann, ey, ich wollte gerade zum Angriff. Mann, ich habe das auf die zu leichte Schulter genommen. Ich wollte gerade angreifen. Ja. Ich dachte nur, bevor das wieder ewig dauert, Alter, direkt Attacke. Okay, dann drück mal den Button. Ja. Kannst du es nochmal gewinnen? Ich mach voll die krasse Abkürzung, aber war keine. So. Ja. Der rechte hier. Nee, der linke. Rechte ist Rüstung. Ah ja. Oh, was ist das? Oh, das sieht aus wie Elektro. Atomschock oder so. Alter, mach mal Shift Linksklick. Oh mein Gott. Alter, so eine atomare Welle oder was? Das ist cool. Hä, ist ja viel cooler als meine. Ja, Mann. Hä, Mann, ey. Okay, jetzt haben wir noch. Wir gehen zu den Kakteen dahin. Ich weiß nicht, was das ist, aber wir gehen da. Fossilfinder. Okay, wir müssen ein Fossil finden. Ah, okay, das ist so Goldgräbermäßig. Okay. So, let's go. Was steht da? Du musst das finden und das Dinosaurier-Fossil finden. Oh, genau. Ist ja nicht schwer. Und dann kommt man zum nächsten Gebiet, oder wie, wenn man hier gefunden hat. Go. Hey, ich hab's ja direkt. Ich hab's auch. Hey, was muss ich jetzt machen? Muss ich es freilegen? 3 Fossile remaining. Ah, es gibt mehrere in einem Gebiet. Oder wie? Hey, Nina, ich verstehe das Spiel nicht. Ich auch nicht ganz. Also ich habe eins gefunden und er hat dann gesagt, es gibt noch 3. Kommt mal, aber man kommt ja nicht in dieses nächste Gebiet rein, also. So eine eigene Taktik gerade entwickelt. Müssen wir das komplett freilegen oder wie? Ich meine, es wird Sinn machen, das braucht man ja als Archäologe auch. So. Okay, was haben wir jetzt hier? Da unten noch, da noch, da noch. Hab ich? Ah ja, okay. Man muss es freilegen. Hä, was jetzt? Achso, ich hab gewonnen. Hä? Hä? Ich hab auch noch 45 Sekunden Zeit. Hä, ist doch mega sinnlos. Wieso komme ich jetzt hier nicht weiter? Ah, wahrscheinlich wird es ja nächste Runde schwerer. Ah ja. Ach, okay, dann resettet sich. Hä, ich verstehe nur. Auf jeden Fall war ich Erster und ich habe mehr Punkte gekriegt. Ja, das kann sein. Ich glaube, jetzt müssen wir 3 Runden spielen. Ja, aber ich dachte, wir werden uns dann... jetzt verstehe ich das, ich Idiot. Diese Felder sind für mehrere Spieler. Ich dachte die ganze Zeit, dass man darüber latschen muss. Nein. Aber das heißt, wir müssen einfach so schnell wie möglich dieses Fossil freigraben. Genau. Und der schneller ist, hat die Bude gewonnen. Und das Ganze 3-mal. Jawohl. Okay. Das heißt, eine erste Runde an mich. Und je schneller man ist, desto mehr Tickets bekommt man. Das heißt, es ist nicht nur wichtig zu gewinnen, sondern auch möglichst cool. Ist natürlich gut, dass ich die erste Runde gleich so mega gewonnen habe. Oh nein, Fehler. Rosa. Da. Yeah. Hä, wie schnell kannst du das machen? Ah, ich habe eine Taktik, soll ich verraten? Nee, ich glaube, ich weiß sie. Ja, sag mal, wie? Man muss das Schicht für Schicht abbauen. Ja, das habe ich auch gemacht, aber das meine ich nicht. Ach so, keine Ahnung. Ja, ich klicke. Also ich halte nicht gedrückt, ich klicke. Ich klicke auch. Ach so, ne, da bist du einfach schlecht. Hä, aber bei mir ist alles weg, aber es
passiert nichts. Doch, irgendwo versteckt sich noch eine. Ah, okay. Oh, Mann. Ein Fossil verbleibt. Ja, du kannst, wenn du jetzt richtig abgehst, natürlich noch gewinnen, aber... Hä? Ich verhungere. Das ist unfair. Ich verhungere. Echt? Ich krieg keinen Hunger. Doch. Tut mir leid, das ist echt ein bisschen unfair. Habe ich ganz jetzt schlecht. Jetzt geht das hier doppelt auf Zeit. Gewonnen. Habe ich ganz jetzt schlecht verhindert. Warte, jetzt muss ich so schnell sein, dass ich auf jeden Fall nicht verhungere. So. Nice. Game over. Haushoher Sieg. Ich was zu essen haben. Ja, da liegt eine Pizza. Mehr kann ich dir nicht geben, Elia. Schade. Bob. Das habe ich gekriegt. Hail Master. Ich kann das Ding. Ha, das ist genau wie deins. Genauso wie meins. Nur anders. Das ist genauso, aber anders. Okay, Elina, jetzt letzte Runde. Und die ist doppelt wichtig, denn... Es entscheidet sich jetzt nicht nur, wer das letzte Mal drücken darf. Und du hast ja bisher nur eine Waffe, wobei die ist genau genommen auch ziemlich nice. Also nein. Sondern auch, wer mehr Overall-Tickets hat rechts. Also da führe ich ja ziemlich Haushoch gerade. Der bekommt natürlich auch, also je mehr Tickets, desto besser ist deine Rüstung. Okay. Okay. Also das ist sehr entscheidend. Ja, cool. Lass hier hinten spielen. Das Ding ist doch nicht. Ich dachte, wir spielen das Pick-Spiel. Ja, das ist aber kacke. Oh Mann, oh. Zombie-Pong, das klingt lustig. Hey, Pong, ist so lustig. Ja, okay. Einfachste Überredung, aber. Zombie-Pong. Zombie-Pong, Alter, das klingt lustig. Okay, du musst jetzt richtig hoch gewinnen, Elina. Jawohl. Damit du hier noch deine. Also eine bessere Rüstung als ich kriegst du halt nicht mehr. Aber du kannst deine Rüstung noch verbessern für den. Klar? Zombie-Pong. Jedes Mal, wenn man den Zombie schlägt, wird er schneller. Und der Spieler, der zuerst einmal Schaden bekommt, hat verloren. Also nur ein einziges Mal darfst du... Oh, ach ja, und wenn ich ihn schlage, targetet er dich. Und wenn du ihn schlägst, targetet er mich. Ihn mehrmals zu schlagen, bringt es halt eigentlich nicht, Elina, ne? So taktisch gesehen. Ist so mäßig. Oh! Oh mein Gott. Lass Wiederholung nochmal machen. Aber das ist cool. Wie schnell der war. Ja, natürlich weggefetzt, Elina, Alter. Ja. Okay, wir schlagen jetzt immer abwechselnd, okay? Also lass mal so weit auseinander gehen und dann... Der wird ja richtig schnell dann, Alter. Bin gespannt. Du darfst den ersten. Soll ich erst oder du erst? Nee, ich mach. Okay, go. Ja, du hast ihn gleich doppelt, Alter. Ich hab nur einmal geklickt. Okay, der kriegt immer so doppelt, schau. Ja, okay, der ist natürlich noch ziemlich langsam jetzt. Oh, jetzt wird er schon schneller. Oh, jetzt ist er schon... Musste zweimal schlagen. Jetzt ist er schon richtig schnell. Oh, das war aber letzter. Oh. Der wollte ausweichen, die Sau. Oh, der ist jetzt schon schnell, ne? Oh, Alter, wie er eine Drehung gemacht hat. Boah, der hat mich voll weggestorbt. Ja, das war übelst der Pro-Move. Ja. Okay, das heißt, ich darf noch einmal drücken und wir bestimmen die Rüstung, Elina. Das hat für dich leider nur für Kette gereicht. Es tut mir leid. Hallo. Kann man nichts machen. Für Eisen hat es nicht gereicht, ey. Ja. Aber wir können uns auch so noch was kaufen. Guck mal, ich glaube, hier gibt es auch Haustiere. Warte mal. Und zwar kann man hier für diese Tickets... ja, hier. 300, Alter. Wer ist so viel habe ich nicht. Ich hole mir hier rotes Feuerwerk, das kann ich mir nicht leisten. Oh Mann. Hey, jetzt habe ich nicht mal bekommen, was für eine Verarsche, Alter. Oh Mann. Egal, ich drück. Wir haben den Earthshaker. Oh mein Gott, Alter. Ho! Sieht ja mega cool aus. Das ist echt übel cool. So, Rüstungen sind klar soweit. Wir legen los mit dem Battle. Auf die Plätze. Hey. Sorry. Auf die Plätze. Fertig. Los. Ist das OP? Ist wie Schaden gemacht? Nee, gar nicht. Hat null Schaden gemacht. Hä? Macht doch Damage. Attacke, ich will eine Attacke machen. Blast Quake. Oh, das hat schon mehr reingezwirbelt. Alter, deins hat aber auch heftig reingezwirbelt, Alter. Ey, oh Mann! Da konnte ich nie mehr schlagen. Hä, du hast so einen Bogen. Was für einen Bogen? Mama, triffst du immer selbst mit der Kacke, Alter. Das hat so großen Cooldown, das... Was machst du denn da? Das war's mit der heutigen Episode Minecraft. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button und abonniert meinen Kanal kostenlos für mehr coole Minecraft-Episoden. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Venson. Ciao. Ciao.